bete halt nicht mehr ewig. Das ist mein Problem dabei hier, meine Sorge. Naja, gut, gucken wir mal. So, ziehen wir uns mal nächsten Streifen hier. Jetzt aber möglichst nur Sand. Wir brauchen nämlich zum Glasbrennen einen Haufen. Und da unten drunter ist schon wieder Sandstein in der ganzen Käse hier. So. Rupfen wir das mal raus hier. Kannst einfach rumlaufen hier. Während dem Laufen gräbst du hier felderweise Sachen weg. Ne, wie gesagt, ich will auch nicht, dass die Schaufel kaputt geht. Die hat ja doch ein paar Level jetzt gekostet, die zu enchanten. Muss ja dann nicht sein. Muss ja nicht kaputt gehen jetzt hier. Da können wir ja reparieren. Und vor allem haben wir jetzt durch die Aktion hier, haben wir ja einiges an Races wieder zusammengekrabbelt hier. So. Wir können ja aber trotzdem die Plantage später mal anfangen. Ich würde dann erst nochmal kurz das Aufnahmepäuschen machen. Ich bin jetzt nur so viel am Vorproduzieren, dass ich einfach mal einen Vorlauf habe. Da ich halt jeden Tag 2 Folgen jetzt von Minecraft rausbringe. Deswegen bin ich jetzt im Moment produziert wie so ein Bekloppter. Einfach, dass wir da Vorlauf haben. So, hier ziehen wir mal noch einen Streifen raus. So. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen Stones zwischendrin, aber okay. Können wir ja auch wieder brauchen. Ist ja nicht umsonst hier. Also die Materialien sind umsonst, ja. Nee, aber wir hauen das ja nicht aus Langeweile raus. So. Können wir hier mal noch durchfliegen. Machen wir die Reihe mal noch raus. Ich hoffe, dafür hebt die Schaufel noch. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, dass er das noch packt. Oh, ich bin da guter Dinger. So, rennen wir da mal durch. Zack. Haben wir den Streifen auch wieder abgegrenzt hier. So. Guck mal, kannst einfach lange rennen. Gefällt mir so gut hier. Müssen wir auf jeden Fall reparieren dann die Schaufel. Das Stück dürfte sie gerade noch packen. Aber dann ist auch fertig. So wie der rote Strich verschwindet, höre ich auf. Dann fliegt sie in die Kiste und dann müssen wir... Hat man noch Leveln, das wir retten können. Ich meine, der hat ja auch ein relativ hohes oder ein ziemlich hohes Enchantment sogar. Da wird das mit dem Reparieren ja ziemlich teuer dann. Eine nackische, da würden wir 3 DS reinkloppen, die würde vielleicht 5 Level kosten und fertig. Mehr wäre das nicht, aber so wird das Ganze ziemlich teuer. Aber Alter, die Schaufel hält was aus. Die gehen wir auf jeden Fall reparieren. Die lasse ich nicht kaputt gehen. Das Stückchen müsste sie jetzt noch packen hier. Dann gehen wir die in die Kiste packen, die Spitzhacke dann auch. Wobei, ein Stückchen hält die noch. Die können wir noch ein bisschen strapazieren. Ein bisschen müsste noch packen. So. Ja, das schafft die Schaufel noch, das reicht. Wir haben ja noch ein kleines Stückchen Reserve, wenn der Strich weg ist, der letzte. Genau. Das packt sie noch. So. Und jetzt packen wir sie dann auch in der Kiste. Die Spitzhacke packen wir auch in die Kiste. Da wir da ja das Glück enchantet haben, würde ich jetzt ungern verlieren hier. Weil ich vergesse darauf zu achten. Muss nicht sein. Achso, da hat die Pyramide gar nicht fertig generiert, weil sie außerhalb vom Chunk ist. Ich dachte eben, sieht ein bisschen komisch aus hier. So ein bisschen abgehalftert hier. Der lädt die Chunks nicht richtig nach. Zumindest nicht weit genug. Jetzt baut das er auf. Na, sehr gut. Dachte eben schon hier. Die sah aber ein bisschen anders aus, wo ich die verlassen habe. Oh, guck mal. Haben wir fast noch mal eine Tasche voll gekriegt. Na, sehr schön. Hat sich gelohnt. Haben wir etwa eine Tasche Sand voll. Können wir mal eine ganze Stange an Glas brennen gehen. Fast Level 15. Das Problem ist, wir kriegen nichts enchanted damit. Vielleicht gehen wir mit der Spitzhacke in die erste Pseudo-Hölle, die wir gefunden haben, und bauen die ganze Kohle da drin noch ab. Da könnten wir zumindest die Spitzhacke mal vielleicht reparieren. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mal auswendig, was sie an Leveln kostet. Wir können natürlich auch in den Creative-Moden alles reparieren. Nein. Quatsch. Machen wir nicht. Das ärgert mich jetzt selbst mit dem Spawner. Ich habe aber nicht dran gedacht, dass wir da ja XP-Level für kriegen, wenn wir den Spawner abbauen.
Naja, gut, okay. So, hallo. Das mit der Lore vorhin hat mich auch geärgert. Mit dem Minecart, also mit dem Minenkachen. Das hat mich auch ziemlich gefuchst hier. Ich habe mich erst im Creative Mode komplett runter bis in Lava graben müssen, dass die Karre abfackelt. Dass wir da wieder lebend rauskommen hier. Schon ein bisschen Wahnsinn. Aber naja, gut. Was soll's. So, wir gehen jetzt erstmal die Öfen füttern. Wie weit sind wir denn mittlerweile? Nein, nicht abbrechen. 89%. Der ist fertig mit Uploaden. Warte mal, ich hau gerade mal eben die nächsten Uploads hier rein auf YouTube. Dann kann er mal weiter hochladen. So, ich gebe dir mal 2 Stück, dann kann er ein bisschen basteln. Da ich ja dann noch weiter Minecraft aufnehme. Ich tattel da jetzt richtig ein paar Aufnahmen zusammen. Da ich eben, wie gesagt, jeden Tag 2 Folgen rausbringe. Und jetzt ja auch ein bisschen länger schneide dann alles die Folgen. So. Das hier rein. So, jetzt können wir endlich mal anfangen, Taschen aufräumen. Zacki. So, warte mal. Öfen können wir gleich mal besticken hier. Zack. 3 Öfen haben wir. Ja, die reichen erstmal. Wir können ja die Farm jetzt erstmal auch mal so basteln. Huch. Ja, mal voll machen hier da draus, da rein. Wir können ja die Farm jetzt auch erstmal ohne Zäune alles basteln. Beziehungsweise ohne die Glaswände, da wir ja. Kumpel. Erde, Sandstein, Kies. Das können wir mal alles drin packen. Was wollte ich sagen? Kies, so. Da wir erst. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Der verdammte Axt hier. Gibt's auch an. Ja, jetzt hab ich es da. Da wir ja erstmal komplett ohne Monster zumindest im Moment noch basteln, können wir da ja mal klöppeln. Da ist das ja nicht so tragisch. So, die ist leer. Nächste Tasche. Packe ich links die leeren Taschen rein. Erde. Nur noch Kies drin. Nee. Da können wir mal noch was Schönes basteln. Mit da überlege ich mir mal noch was. Aber jetzt primär mal nicht. Das können wir mal reinpacken, da drin. So. Pack jetzt erstmal die Sachen raus, wo wir hier verräumen können. Sandstein. Brauchen wir noch eine Kiste für Sandsteinsachen, ne? Wobei, eigentlich nicht. Weil so viel Sandstein werden wir niemals haben. Dass wir eine Kiste. Und so viele Sachen gibt's ja nicht. Was können wir da machen? Slabs, Treppen. Und das war das eigentlich. Mehr können wir ja nicht machen aus Sandstein. Nee, für Sandstein machen wir keine eigene Kiste. Wäre ein bisschen übertrieben hier. So, fertig. Mehr können wir ja eh nicht draus machen. Slabs, Treppen und glatten Sandstein. Mehr können wir nicht machen. Das lassen wir so, ja. Das wäre jetzt ein bisschen maßlos übertrieben hier. So, Erde. Dann kriegen wir eine Kisten hier endlich mal gefüllt jetzt. So. Zack, aufräumen. So. Kobbel, Treppen, Slabs, Mauern. Das ist Cleanstone. Holz kriegen wir noch verwurstet. Das ist alles Holz. Die Redstone-Schienen packe ich auch zu Holz. Jetzt müssen wir eine eigene Kiste für Redstone-Sachen machen. Wobei, könnten wir. Wir haben ja Fackeln, Repeater. Das war's aber auch schon. Können wir alles aus Redstone basteln eigentlich. Gut, Kompass, Dispenser und so Sachen. Ja, Kolben, okay. Ach, wir können auch die neuen Sachen noch basteln. Wir können eine Hexe basteln, cool. Mache ich sofort. Ein Feueralarm. Glowstone-Lampe. Ach, Redstone-Lampen. Ja, brauchst du Glowstone dazu? Hahaha. Nee, macht man keine Redstone-Kiste für, das bringt nichts. Das packen wir hier rein, die Schienen kommen dann eben dran. Holzbretter kommen in die andere Kiste drüber. Stones kommen hier rein. Unsere Koppelwand ist fast voll. Scheiße, und die wird wahrscheinlich sogar noch voll. Müssen wir schon anfangen, Überschusslager einrichten. So, was sind das? Birkenholz, das kommt dahin. So rum, zack, so. Dann kommt das Ganze hier zu den Stone-Sachen.
Eisenholz, Clean Stones. Habe ich für Koppel gar keine Kiste gemacht? Treppen, Slabs und so eine Sachen? Hm? Rollen das ganze Zeug rein hier. Halt, das ist Erde. Ach, ich hatte bisher noch nichts aus den Kisten gemacht. Wenn, habe ich es im Inventar rumgeschleift, ne? Lehm, Kies. Ne, habe ich noch gar nichts gemacht. Warte mal, Holzschild. Cleanstone. Warte mal, machen wir das mal so, dann kann ich das lesen. So. Cleanstone. Halt es so rum. Cleanstone. Und zum Beispiel Clean Slabs. So, dann machen wir hier Cobblestone. Und huch, und zum Beispiel Slabs. So, genau, dann machen wir das so. Dann packen wir hier die ganzen Kobbelsachen rein, da Mauern, Treppen. Da können wir schon ein bisschen mehr draus basteln hier. Wo habe ich denn? Da. Du hast ein Stone drin? Nö. Für Eisenwaren habe ich auch. Da können wir mal einen Minenkachen, Eimer. Siehst du, können wir die Eimer mal aus der Toolbox umlagern. Die kann man nämlich unten zu den Eisensachen dann drin packen. Mose? Eigentlich thematisch auch reingehören, ne? So. Kann man das nämlich mal hier drin packen. Gehört nämlich eigentlich hier rein. Das heißt, das machen wir gleich mal. Dann bleibt das nämlich eine Toolbox. Dann können wir die Eimer nämlich da runterpacken. So, ein Kessel ist auch aus Eisen. Dann können wir das nämlich mal richtig hier zusammensetzen. So, für Werkzeuge habe ich auch eine eigene Kiste. Genau. Okay. So, warte mal, dann können wir mal Schätze hier verräumen. Kohle, Redstone, Gold. Feuerstein kommt hier nicht rein. So. Hier haben wir Eisen. Hilfe! Nein, Gold kommt hier nicht rein. So. Cool, haben wir 3 Stacks, obwohl wir schon ein paar Stacks Fackeln zwischendurch gemacht haben. Sehr gut, gefällt mir. So, was haben wir noch? Smaragde, Gold. Gold haben wir noch. Gold haben wir ziemlich wenig, ne? Gut, ich hab's ja auch mit den Antriebsschienen gleich übertrieben dann hier. Übertrieben ist gar kein Ausdruck hier. Massig übertrieben da. So, warte mal. Zaubertools. Das müssen wir jetzt mal beide reinpacken. Die sind nämlich kurz vorm Kaputtgehen hier. Die Schaufel auch. Die will ich nicht verlieren, die Sachen. Dann arbeiten wir jetzt lieber mit normalem Gerät weiter. Bevor uns die Sachen hier flöten gehen. Hab ich keine Lust drauf. So, die ist leer. Warte mal, dann machen wir das mal auch so. Leer, so. Wenn ich die jetzt umbenenne, mach gar nichts. Ach ne, die bleibt so, okay. So, packen wir mal alles raus. Zack, zack, dann ist sie nämlich auch leer. So. So. Leer. Dann haben wir da nämlich mal Platz. Die Lecks werden immer schlimmer. Aber gut, ich mache auch gleich eine Aufnahmepause. Er ist jetzt bei knapp 96%. Upload läuft. Ja, das passt. Dann kriegen wir hin hier. Oh, ich sehe gerade, ich nehme bereits 2 Stunden schon auf am Stück hier. Ich merke es aber auch langsam. Ich muss nämlich pinkeln wie so ein Elch hier. Dekosachen haben wir. Haben wir die unten? Das ist alles Lebensmittel hier. Setzlinge. Haben wir jetzt gerade keine dabei, aber da haben wir noch ein bisschen was. Obst, Gemüse haben wir hier, Getreide. Das sind Blumen alles. Rose, Blumen, Pilze haben wir gar keine, aber Äpfel hatten wir doch noch dabei. Na, siehst du, Fleisch, Eier. Ne, Federn kommen da nicht rein. Tintensäcke. Packe ich zu den Zutaten, weiß ich nicht, wo wir die reinpacken könnten. Nochmal 4 Stacks Kohle. Alter! Äpfel. Die lasse ich mal alle dabei, weil die verwursten wäre dann auch später. Tintensäcke. Tintensäcke. Da haben wir doch 4.
Da haben wir nochmal Eisen. So, gehen wir mal alles verräumen hier. Eisen. Bob. So, die Eimer packen wir ja runter. Die kommen ja weg. So, Kohle. Nochmal 4 Stacks. Respekt, da haben wir eine ganz schöne Sammlung mittlerweile gemacht hier. Die kommen noch runter in die Kiste. Das kommt runter. Warte mal, Zutaten. Da. Zack, Feuerstein. Seide. Was kommt noch hier rein? Tinsäcke. Ich packe sie mal hier rein, wie gesagt. Ich habe keine Idee, wo wir die hinpacken könnten. Bin ich überfragt, ganz ehrlich. Oder vielleicht eine Kiste machen, das wäre jetzt ein bisschen maßlos übertrieben. Gut, wir können das Lagerhaus ja jederzeit umbauen, das ist ja gar nicht das Thema. Umbauen sage ich, ausbauen. Können wir ja jederzeit machen. Bloß im Moment wäre das jetzt alles ein bisschen übertrieben. So, Peppercorn-Set. Den packen wir mal noch. Ne. Da rein, so. Holz, Kobbelt. Kalamari packen wir mal hier mit dazu. Das sind noch normale Baumsetzlinge. Samen. Machen wir hier mal Setzlinge. Setzbäumlinge, wie auch immer. Mit den Apfelbäumen, finde ich cool. Finde ich sehr cool. Gefällt mir. So, Buschwerk, machen wir das mal so. Ich habe keine Ahnung. Ich sortiere das jetzt einfach irgendwie. Erdbeeren. Was haben wir noch? Ein Baumsetzling. So. Hallo. So, dann haben wir das ein bisschen sortiert hier. Dann passt das einigermaßen. So, Setzlinge. Zack, zack. Und zack. So. Alter, wir haben Eichensetzlinge ohne Ende. Aber so gut wie kein Eichenholz. Das ist irgendwie ein bisschen freaky. Okay, so. Jetzt haben wir doch mal ein bisschen verräumt hier. Alter. Ich werde gerade total hippelig, weil ich furchtbar dringend auf Klo muss. Ich will einen rauchen, Pibabo. Aber jetzt nicht mittendrin abbrechen. Kalamari, ich pack die mal hier mit rein. Keine Ahnung. Hauptsache sind mal verwurstet. So. Zwei Taschen haben wir ja verräumt. Wir haben jetzt ganz schön was zusammengehämmert hier in den 2 Stunden, ne? Ist schon Wahnsinn hier. So, wie weit sind wir? 99%. Entschuldigt, dass ich da ständig zwischen reingucke, aber es interessiert mich halt einfach. Glas ist gleich fertig, dann können wir da auch noch was drin packen. So, Kakteen. Das ist Buschwerk, Rosenblätter. Machen wir mal so. Ne, so rum. So, was haben wir noch? Hier haben wir noch Röslein, Blümlein. Den Kessel und den Eimer packen wir noch zu den Eisenwaren hier. Wäre ja blöd wegen der Tür und der Druckplatte hier extra Kisten anzufangen. Kuppel. Bob. So. Truhen kommen noch zu den Holzsachen. Hier haben wir noch überhaupt Holz. Ich sehe es kommen. Ich muss bald noch eine Kiste für Holz anfangen hier. Ist ja Wahnsinn. Eichenholz, Fichtenholz. Da haben wir auch nochmal Fichte. So. Truhen und Stickies packen wir mal rüber. Ich räume jetzt einfach mal alles aus, einfach, dass wir mal Ordnung haben hier drin. Einfach, dass mal alles hier sauber verräumt ist. So, Erde. Ach, die Federn hätte ich noch hochpacken können. Okay, da haben wir nochmal Kies. Warte mal, haben wir noch mehr? Tatsache. So, was haben wir hier noch? Gar nichts mehr. Na, sehr gut. Na, haben wir es ja gleich aufgeräumt. So, Kies. Erde. Ne, Koppel. Ich laufe immer zur falschen Wand hier. Das ist heftig. So, zack. Wunderbar. Neue Kiste voll. Sehr gut. So, machen wir auch gleich wieder. Zack. Und zack. So. Voll. Voll. Sehr schön, kriegen wir mal ein bisschen Vorräte zusammen gedattelt hier langsam. Ne, die ist leer. Und die andere ist fast leer. So. Camtasia ist gleich fertig, dann schiebe ich dann direkt die nächste Aufnahme rein. Da kann direkt dann weiter rendern.
So, Koppel voll. Och, Alter, die Kiste reicht fast gar nicht. Oder reicht sogar fast ganz genau. Boah, Alter. Wahnsinn. Um ein Haar. So. Voll. Noch. Circa 30 Stück. Dann voll. Machen wir es mal hier richtig so. Kriege ich noch einen halben Stack rein und dann ist Tuck hier. So, können wir Glas mal rausholen, überall mal noch schnell Sand reinpacken. Ich muss zwar pinkeln wie ein Eber, aber was soll's. Außerdem können wir auch noch ein bisschen Experience dann dazu. Boop. So, haben wir leer geräumt? Sehr schön. Halt. So rum. Leer und rendern ist fertig. Siehst du? Wunderbar. So, das gibt dann die Dattelkiste. Da fangen wir dann das Feld mit an. Jetzt will ich mal noch eben hier schnell Sand reinschmeißen. 3 Stacks. So. Ich werde jetzt aber in Minecraft bleiben. Und auch nicht pausieren. Dann kann der Sand nämlich weiter durchbrennen. Aber ich mache nichts weiter. Also nicht, dass ihr meint, ich fange jetzt an, hier irgendwie offscreen irgendwas zu machen. Ich mache einfach nur keine Pause, so wie jetzt. Ich lasse das weiterlaufen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass wir dann auf einmal Sand fertig gekögelt haben. So, ich mache jetzt eine kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder.